Wir kennen alle das Thema zwischen Yasin und Samira. Vor einiger Zeit hatten sie sich 2 Tage nicht gesehen. Die Fans spekulierten sogar, dass das Paar sich getrennt hätte. Doch das Ganze hatten sie schnell aufgelöst. Es ging um private Probleme, die sie erst einmal in den Griff bekommen mussten. Jetzt spricht die Love Island-Kandidatin genau über diese schwere Zeit. In diesem Video erfahrt ihr den Grund dazu. Es ging um ihre Oma, die leider vor einer Woche verstorben ist. Mein herzliches Beileid und ich wünsche ihr auf diesem Weg alles Gute. Auf jeden Fall sind wir jetzt zu Hause angekommen. Die einen oder anderen wussten ja, dass es mir im Januar, ich glaube es war Januar, nicht so gut ging, familiär. Und zwar war es da, weil meine Oma ging es einfach nicht gut. Und danach hatte sich das gelegt. Sie hatte Lungenkrebs gehabt, es wurde rausoperiert. Danach dachten wir, es sei alles besser, aber nein, es kam schlimmer. Sie hat einen Schlaganfall bekommen. Und ist vor einer Woche von uns gegangen und ja, heute war auf jeden Fall die Beerdigung und ich möchte euch allen nur ans Herz legen, ich war noch nie bei einer Beerdigung, das war die erste von meiner Oma und das ist einfach nur schrecklich. Den Sarg dazu liegen, du hast sie in Erinnerung mit tollen Momenten und schätzt eure Familie, schätzt eure Liebsten, schätzt eure... Wie findet ihr dieses Video von Samira? Ich bin gespannt auf eure Meinung und freue mich, wenn ihr Check the Celeb abonniert, um immer up to date zu bleiben. Bis zum nächsten Video und danke fürs Zusehen.